Ja. Wir hatten Glück, dass Mel da war. Sie ist eine der besten Ärztinnen in Seattle. Mel. Und wie heißt er? Der Mann? Owen. Mel, Owen, Abby. Wie kommen wir zu den richtig hohen Gebäuden? Die Brücke ist dort. Der Weg da vorne führt ins Zentrum. Der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses. Bring uns dahin, dann übernehme ich. Bringen uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen? Ja. Über alle? Ja. In nur ein paar Stunden? Ich lüge nicht. Okay. Auf dieses Gebäude kommen. Du warst schon mal bei diesen Brücken, oder? Ja. Meinst du, wir begegnen vielen Skars? Der Rat unten. Ich weiß nicht. Würdest du damit klarkommen? Gestern ging's ja auch. Ja, aber wir haben dich gejagt. Die jagen uns alle. Achtung, das Glas. Wir müssen wohl ein paar Umwege machen. Wie lange wart ihr beide auf der Flucht? 2 Tage. Wo wolltet ihr hin? Keine Ahnung. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschoren. Sie wollen einen Jungen töten, weil er sich den Kopf rasiert hat? Das war nicht erlaubt. Scheiße. Warum hast du es gemacht? Wasser fließt jetzt ziemlich schnell. Du musst wirklich vorsichtig sein, okay? Ich muss schon mal.
Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, das Gebäude führt uns zum Gebäude nebenan. Was zur Hölle? Oh Gott. Ich habe einen Cousin, der Hühnerst. Schön für deinen Cousin. Da wären wir. Los, mir nach. Wie hoch müssen wir denn noch? Du wirst das schon schaffen. Viel mehr, oder? Ja. Angeber! Das ist nicht schwer. Aha. Hier lang. Warum haben wir das nie entdeckt? Wolves gucken nie hoch. Was soll das heißen? Es heißt, egal wie viele ihr seid und wie viele Waffen ihr habt, wir tricksen euch aus. Vielleicht solltest du nicht mehr wir sagen. Schließlich wollen sie dich töten. Scheiße. Es ist Lily! Du hättest wegbleiben sollen, Lily! Bist du okay? Ja. Hast du gehört, wie sie mich nennen? Ja. Willst du mich was darüber fragen? Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. Okay. Skars haben das gebaut? Seraphiten. Ja, das wollte ich sagen. Ist ziemlich cool. Was heißt cool? Etwa fantastisch. Super. Was machst du da? Gib mir eine Sekunde. Ich gehe diesmal zuerst.
Wie hoch müssen wir denn noch? Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet schlafen. Seraphiten, wie auch immer. Ja, verdammt. Ich hab dich noch nie fluchen gehört, Lev. Ja, das war mein erstes Mal. Okay. Und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja. Ist das ein Aufzug? Ja. Hey, zieh das Gitter runter. Stärke.
Ist das von der Prophetin? Ja. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Hier oben. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Lev, komm mir nach. Fuck. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lügst doch. Tu ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Einfach nicht nach unten. Shit. Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Mein Gott, Lev! Jetzt? Ihr habt verkrampft gewirkt. Geh einfach! Oh, Gott sei Dank. Geschafft! Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Ach du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Geschafft. Scheiße. Hey, da! Man kann das Krankenhaus sehen. Oh, fuck! Oh, fuck! Guck zu mir! Ich kann das nicht, Len. Ich kann das nicht! Doch, du kannst. Ich kann nicht. Aber du wirst. Komm schon. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Nein! Schwindelig. Abby! Halt dich fest! Sieh mich um!
Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. 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 Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du? Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Meine Ohren klingeln. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Das Gebäude sollte geräumt werden. Lev, sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay, Gasmaske. Gasmaske. Shit. Einfach da oben bleiben, okay? Ja. Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev.
Ich habe was für dich. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. War da ein Weg nach unten? Nein. Abby, wie wär's damit? Ist das ein Löschloch? Lev, hol das da runter. Komme. Ich geh mal runter. Sei vorsichtig. Komm schon. Du schaffst das. Jetzt! Amina! Möge der Strom ruhig sein. Ach du Scheiße. Danke. Das Ding ist in die Mauer gewachsen. Aber da ist es nicht geblieben. Ich hasse Dämonen. Wem sagst du das? Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Keine Ahnung. Ist ein großes Gebäude. Ja. Ah!
Hörst du noch was? Nein. Du? Nein. Gut, dann mal weiter. Lev, ich hasse dieses Gebäude. Geh weiter runter. Wir sind fast draußen. Lev, ich hasse dieses Gebäude. Geh weiter runter. Wir sind fast draußen. Okay, ein Fortschritt. Lev, bist du okay? Ja. Und du? Soll ich ehrlich sein? Nicht mein bester Tag. Dämon. Suche weiter nach einem Weg hier raus.
Wir haben es geschafft. Der große Dämon ist tot. Ja, ist er. Na los. Die Maske abnehmen. Das Krankenhaus. Da ist es. Wir haben es geschafft. Das haben wir. Gehst du nicht. Aber warum? Weil sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Das ist Abby! Scheiße! Ist sie allein? Tor aufmachen! Hey Leute! Scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Vielleicht verpassen sie allen Eindringlingen eine Gehirnwäsche. Was hast du da? Schienen, Zungenspatel, Bettpfannen. Was Chirurgisches? Neulich habe ich drinnen so Zeug gesehen. Danke. Räumt ihr hier immer noch auf? Jep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja, wir haben noch einige Etagen vor uns. Oh, viel Glück. Hey. Abby, wurdest du auch hergeschickt? Ja, was ein Akt.
Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo ich... Abby, Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor... Moment. Alles okay. Gut, also, was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel, tut mir so leid. Ja, mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Es wird total überwuchert sein. Super. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Okay, Operationssaal, Trauma, intensiv. Dann mal los.
Sieht gar nicht so schlimm aus. Notaufnahme. Das Traumazentrum musste drin sein. Das ist zu viel. Gut. Alles klar. Ich hätte es wissen müssen. So gut.
zurück und nicht sehr raus hier. Was zu Scheiße. So glaubt mir, dass der Mensch. Hoffentlich geht's Yara gut.
Alle suchen nach dir. Was hast du gemacht? Gar nichts. Du solltest doch da bleiben. Es ging nicht. Deine Freunde sind hier überall. Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Hey. Geh nach. Willst du sie streicheln? Ist okay. Ja, siehst du? Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Vielleicht. Ich werde mal nach den Mädchen sehen. Okay. Owen? Ich bin's nur.
Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Ich schaff's hin und zurück. Worüber streiten sie sich? Nein, pin dich, Yara. Dich würde ich auch nicht allein lassen. Lev will nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby! Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Fuck. Abby? Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird er noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Lev! Lev, komm bitte zurück! Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Hörst du das? Lev! Bist du hier drin? Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Okay, pass auf. Hol's, Mädchen. Ich glaube, sie will, dass du nochmal wirst. Okay, einmal noch. Ja, so schnell.
Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein. Versprochen. Kenn ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. Weiter nach ihm suchen. Denkst du, er könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich hab 'ne Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Komm. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Hier muss es noch irgendwas geben.
Das ist süß. Siehst du, was das sich lohnt? Nein. Such weiter. Wer ist hiermit? Das ist perfekt. Mel liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar. Mein Aquarium? Mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja, er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lasse sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Nutzen Wolves diesen Ort? Hier liegen ein paar unserer Boote. Okay. Oh, das wird doch nichts. Ich hab dich. Ich schaff das. Auf geht's. Vorsichtig. Also,
Wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auch Nebenstraßen. Sind Sie sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stur. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat einen Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, okay. Hey, vielleicht geht's hier durch. Auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Yara. Auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaff das, okay? Okay. Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär ich später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Dann los! Unten bleiben! Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Heilige! Hier lang. Sie. Abby! Was für Eindringlinge. Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage. Wir haben uns hart zugesetzt. Wieso? Keine Ahnung. Jetzt.
dämlich von dir. Was sollen wir machen? Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los. Der Karren fällt auseinander. Wir müssen weg. Los, los. Ach, er ist gut. Wirklich? Manny. Was hat er gemacht? Shit. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. Wir müssen zur Brücke, bevor er abhaut. Ja. Ich kann es kaum abwarten, ihn zu kriegen. Oh, shit. Wo ist der hin? Er kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Los! Jetzt nicht nachlassen! Scheiße! Weiter!
Arschloch zu Isaac bringst, stehst du wieder gut da. Abwarten, was von ihm übrig bleibt. Keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm, wir nehmen das Boot. Was sind denn alle? Keine Wachen? Wir nutzen diese Ecke der Insel nicht.